Freunde des Lichts, ich bringe euch heute ein kleines Zückerchen mit. Ein richtig schönes Spiel mit meinem Zugpartner Roger, der im E75 unterwegs ist. Wir fahren verdammt oft zusammen Zug und manchmal, ja, klappt es ganz gut. Und das ist hier auf dem Fischerbucht ein richtig geiles Spiel gewesen. Ich mach mal weiter. Ich war hier auf dem Gunmark Grind, meine erste Gunmark auf dem TNA, und an dem Abend hat es geklappt. Das Spiel war auch sehr... War nicht das Beste, überhaupt nicht. Also nicht vom Damage her, es geht ja einfach nur um Zug-Gameplay. Und ich habe gedacht, ich lade es mal hoch. Gibt viele Themen zu dem Gameplay. Wie mache ich Blindschüsse? Wenn ich ein schlechter Schütze bin? Wie spiele ich am besten im Zug zusammen? Ja, wie halte ich meine Kanone im Spiel? Das aber seht selber. Ich werde immer ein bisschen quatschen, eine kleine Pause machen. Und ich habe festgestellt, in letzter Zeit mache ich nur Livestreams und es war jetzt einfach mal wieder... Einfach mal wieder, ja, ein schönes Spiel. Und schöne Spiele heißt nicht, dass man unbedingt immer ein Damage machen muss von 5 oder 6.000 oder was weiß ich. Sondern schöne Spiele sind auch, dass der Zug, also wenn man mit dem Zug unterwegs ist, dass es einfach harmoniert und dass man einfach ein Spiel carried. Also war schon ein kleiner Carry, muss man sagen. Da geht es gar nicht so sehr um den Damage, aber seht selber. Also Roger und ich sind dann erstmal in die Stadt gefahren, das ist Fischerbucht. Und vielleicht zieht ja der eine oder andere einen kleinen Nutzen aus dem Spiel, wenn ich ein paar Weisheiten vom Strafe lasse. Wir haben ja auch ein paar Anhänger auf meinem Kanal. In unserem Clan will ich jetzt nicht sagen. Also wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich an in-game. Ne? Aber jetzt geht's um das Replay. Wie gesagt, wir sind erstmal in die Stadt gefahren. Roger relativ aggressiv. Ja, das ist die Jugend. Wo ist er halt, der Roger? Ne? Wir haben gesehen, TNA, E100, der Hobby, das Drecksvieh ist auch noch in der Stadt. Wir haben erstmal gesagt, wir machen ein bisschen langsam. Ich glaube, das war das dritte Spiel vor der ersten Gunmark beim TNA. Für mich ist das, ich bin immer ein bisschen stolz, auch wenn ich auf dem 9er eine Gunmark schaffe. Also gerade auf dem, ich habe da wirklich lange probiert, bis es geklappt hat. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Wir haben erstmal gesagt, wir warten ab. Manchmal ist es besser, ein bisschen abzuwarten. Soll ich mal auf mich gehen? Nicht das? Nein, das ist die Freikamera. Ich gehe mal auf mich. Dann sind wir ja, mit der auch ein bisschen was lernt, wie man nicht aimen sollte. Okay? Ihr solltet euren Nutzen aus dem Video ziehen. Ja, ich muss sagen, Roger und ich spielen schon sehr, sehr lange. Viel Zusammenzug, sagen wir mal so. Und manchmal haben wir Spiele, da klappt es einfach. Aber man spielt sich mit der Zeit ein. Das ist einfach so. Manchmal gibt es Spiele, da scheißen wir einfach noch rein. Auf Deutsch, ne? Aber man merkt einfach, wenn man mit jemandem zusammen ist, mit dem man öfter zusammenspielt, dass es auch ja, manchmal richtig gut klappen kann. Und man da war so viel Zeugs in der Stadt. Also, wie gesagt, am Anfang, die erste Hälfte des Spiels ist ziemlich langweilig, aber die zieht ihr euch jetzt bitte rein und ein bisschen Geduld, ihr könnt euch einen Tee machen oder einen Kaffee und mal ein bisschen abwarten. Das Beste kommt hinten raus. Hoffentlich rede ich nicht so laut, ich habe ein bisschen Einstellungsprobleme. Das nehme ich jetzt mal hoch. Das war auch ein knappes Game und ich mag knappe Spiele. Besser wie diese, kennt sie ja auch, diese 15-0 oder 15-2 oder 15-3 Runden. Dieses drübergerutsche. Auf die Freie. Das ist doch, das macht keinen Spaß. Da habe ich auch lieber weniger Damage, aber dafür gewinne ich. Oder ich kann noch mal verlieren, wenn das Spiel ein bisschen knapper ist. Aber Hauptsache man hat, es ist so selten geworden in dem Spiel. Die Meta ist so schnell. Knappe Spiele sind richtig selten geworden. Ja, es sah nicht gut aus. Ja, da irgendwie rumgefahren, links, rechts, vor, zurück. Also noch nichts Wildes. Ich bin ja auch quer rausgefahren, das weiß ich genau, aber ich hatte keinen Bock, mich hier mit dem 277 da um den Sidescrape-Platz ein bisschen zu streiten. Ich hab gedacht, vielleicht machst du was auf, ne, war nix. Oh, dann hab ich gedacht, gut, heute schon lassen wir mal, machen wir mal langsam. Müssen wir sie kommen lassen.
Weil es sich halt leider auch oft so, wer vorgeht, der drauf geht. War noch ganz gut aus. Könnt ihr vorspulen. Geht noch ungefähr 2 Minuten, dann wird's spannend. Uns hat halt jetzt die Info gefehlt, wer ist jetzt noch in der Stadt. Wir haben da diese Punkte, klar, aber die können sich alle verlagern. Mir hat einfach die Info gefehlt. Wo ist der E100? Wo ist der Hori? Drum haben wir hier abgehört. Ich habe erstmal schön die Parkposition eingenommen und habe mir eine Tafel Schokolade geholt. Nein, Quatsch. Erstmal abwarten. Mitte sah auch nicht gut aus. Wir konnten also auch nicht links unbedingt vorziehen, weil in der Mitte war auch viel. Aber eigentlich schlechte Voraussetzungen. Und ich habe halt immer die ganze Zeit auf die Info gewartet, wo der E100 ist. Ne? Also nicht nur ich, Roger auch. Ne? Wir haben ein bisschen abgewartet. Und ja, dann hat der Gegner langsam die Geduld verloren. Roger, ich mache ein bisschen Sidescreen. Ist so eine geheime Leidenschaft von ihm. Vor zurück, das macht er gerne im E75. Naja, er kann nicht anders. Guck, ach, der Typ macht das schön, oder? Hm. Er gedacht, mach du mal, ich park hier. Aber ich meine, der E75 bietet sich auch perfekt an zum Sidescrapen. So, da kam der DNA, das war der erste, der die Geduld verloren hat. Jetzt seht ihr mal richtig schlecht, das ist gerade nicht vielleicht. Okay, ich möchte, dass ihr mich nicht ansprecht in den Kommentaren auf diese 2 Schüsse. Dankeschön. Ich weiß. Nun, da hat Roger leider gefressen. Der Marie kam dann auch. Und jetzt wird es langsam spannend. Wir liegen 6 zu 8 hinten. Da wollte ich den Hori rausnehmen. Flankieren, aber da ist mir einer da zuvor gekommen. Gut. Ich habe immer noch gesagt, komm, lass uns noch ein bisschen abwarten. Ich habe immer noch nicht die Info, wo ist dieser scheiß E100. So. Jetzt hat man gesehen, seht ihr den E100? Er hat sich verlagert in die Stadt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt machen wir sie nackig. Weiter geht's. Das war die wichtige Info. Ich war noch voll. Sein Roger, langsam. Das ist ein jugendlicher Leichtsinn. Jetzt hat er nur noch 162 HP. Jetzt kommt das Zug-Gameplay zum Tragen. Ich sag, bleib hinten. Roger wieder. Kurz geschildet. Weil er One-Shot war. Und jetzt habt ihr schön eure HP aufgespart. Jetzt könnt ihr sie einbringen. Das war ganz wichtig. Das nächste ist, wie gesagt, wenn einer One-Shot ist im Zug, einfach hinten bleiben. Eine Kanone mehr im Spiel ist immer wichtiger als eine tote Kanone. Ganz einfache Weisheit. Gut. Und somit stand es 10-10. Wir waren 2000 HP hinten. Da Phase 1 fährt quer übers Feld. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, aber lassen wir das mal. Ich habe immer noch zum Roger gesagt, bleib hinten, halt die Kanone im Spiel. Ich hatte noch ein bisschen was, ich konnte noch was aushalten. Und ey, Phase 1 lässt dich schön frühstücken. Ja, Profi halt. Aber es geht jetzt um den. Entschuldigung. So, ich habe ihn ein bisschen... Jetzt habe ich ihn mariniert und dann kam Roger von hinten. Konnte mit seiner Kanone als One-Shot ihn rausnehmen. Ich glaube, ich habe ihn nur einen... Er hat gesagt, verpiss dich, Kerl. Jetzt kommt dann raus, denn. So. Nächste, zweite Vorteil in dem Zug, ne? Shielden.
Kanone im Spiel halten, den Killshot machen. Wenn Roger draufgegangen wäre, hätte ich ein richtiges Problem gehabt. Jetzt halt das Problem im FV und der SDB1. Dann sagt Roger, bleib hinten in der Deckung. Das Übliche. Ich versuche den Brugetto rauszunehmen. Ich konnte noch ein bisschen was aushalten. Ich quatsche ein bisschen viel heute, aber ich rede immer gerne. Weil das ist einfach, es hat einfach Spaß gemacht. Der FV war tief, also konnte ich versuchen, den Brugetto ein bisschen zu bearbeiten. Es lässt sich leider der E3 rausnehmen, glaube ich. So war das, oder? Ja. Ja, ich versuche jetzt über diese Büsche den anderen Heavy aufzumachen. Also nicht aufzugehen und drauf zu gehen. Roger war immer noch schön im Spiel. Da kam die Info, dass einer im Cap stehen muss. Das denke ich mal, das war der SDB1. Also SDB1 steht im Cap, FV steht ein bisschen tief. Ich denke, er ist dann hochgezogen, genau, das kommt dann noch, der Brugetto. Also es sah eigentlich nicht gut aus, wir waren 1000 HP hinten. Aber wie gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Jetzt hat Roger in seinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, er versucht dem Cap was aufzumachen, aber im E75 ist es ein bisschen schwieriger. Er sagt, gut, okay, probieren wir es, vielleicht passiert aber trotzdem was. Genau, er ist dann runtergefahren. Ja gut, das mit dem Fahren üben wir nochmal. Ja, ich war halt fokussiert auf den Brugetto. Jetzt bin ich wieder auf der freien Kamera, also nicht wundern. Wichtig ist, dass man auch gemeinsam vorfährt im Zug. Ja, da war der Brugetto. Easy peasy. FV versemmelt seinen Schuss, Gott sei Dank. Jetzt kommt das zweite. Schaut mal, der STB1 nutzt da hinten im Cap die Büsche. Ne? Er geht nicht auf. Ich habe auch überhaupt keine Chance, ihn aufzumachen. Roger auch nicht in seinem jugendlichen Leichtsinn. Aber lassen wir das. Jetzt kommt noch was weiteres. Merkt euch ganz genau, wo die Schüsse herkommen. Da hatte ich ihn. Also wichtig ist die Schussanzeige. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Replay angezeigt wird. Aktiviert es, wenn ihr das noch nicht aktiviert habt, dann könnt ihr auch mit Blindschuss ein bisschen Spaß haben. Ein bisschen. Jetzt hatte ich ihn. Jetzt. Also wichtig, Schussanzeige aktiviert lassen. Und jetzt hatte ich Glück. Okay, Glück ist es manchmal mit dem Tüchtigen, ne? Er fährt einen langen Reload und wir konnten ihn ganz entspannt rausnehmen. Ich habe ihn um die Ecke gejagt. Und Roger hat sich schmecken lassen. Und warum hat sich Roger schmecken lassen? Weil er im als One-Shot einfach seine Kanone im Spiel gehalten hat. Sonst hätte ich es nicht geschafft. Ne? Wie gesagt, jetzt wollte ich euch einfach mal zeigen, das Spielchen. Das sind diese Spiele, die einfach Spaß machen. Ne? Und scheiß aufs Damage. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und wir haben heute viel gelernt, ne? Dass der Rasen grün ist, was Blindschüsse sind, ne, was Zug-Gameplay heißt. Naja, gut. Ich werde heute Abend wieder ein bisschen streamen. Ich wollte einfach hier das Ding mal hochladen, damit ihr auch mal was gucken könnt. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen Spieler, der noch ein bisschen am Anfang steht und kann ein bisschen was rausziehen aus diesem Gameplay, weil da waren ein paar Dinge drin, die habe ich auch erst mit der Zeit rausgefunden, ne? Wo ist die Vorwärtstaste, wo ist die Rückwärtstaste? Ne, Scherz beiseite. Also, ihr könnt gerne abonnieren und Daumen wäre ein Träumchen. Ne? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis die Tage und ja, wie gesagt, bis zum nächsten Livestream. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und bis demnächst. Ciao, ciao.